Herr Hellmann, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir vom Express hier bei Ihnen sein dürfen in Waterford in Irland. Herzlichen Dank. Sie haben einmal bei einem sehr interessanten Essay über David Bowie gesagt, wir sind in einer Endzeit im Untergang der westlich-abendländischen Kultur. Das war schon 2016. Jetzt haben wir 2021. Hat sich alles noch verschlechtert oder haben wir noch Grund zur Hoffnung? Nee, der Prozess ist natürlich fortgeschritten und wie jeder leicht feststellen kann, ist die Welt, so wie wir sie kennen, am Zerfallen. Ja? Also es bricht alles zusammen und es ist einfach eine Folge eines zerstörerischen Systems, das offensichtlich den Planeten und die Menschen kontrolliert. Ich stamme ja aus der sogenannten 68er Generation, das heißt die Generation, die nach dem Krieg geboren ist. Und für uns war das so, dass die Erkenntnis, dass unsere Elterngeneration für den Holocaust verantwortlich war, für zwei Weltkriege und totalitäre Regimes. Und für uns war es so, dass die Distanzierung, die Abnabelung von dieser Elterngeneration eine historische Notwendigkeit war. Also die Rebellion, der Aufstand dagegen war eine absolute Notwendigkeit. Was interessant war an dieser sogenannten Jugendrevolte, dass sie eigentlich eine zweiteilige Revolte war. Eine war neomarxistisch, politisch und diese Bewegung ist im Großen und Ganzen gescheitert, muss man sagen. Der zweite Teil dieses Aufstandes war ein kultureller Aufstand. Das war also vor allem durch Musiker, die Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und viele andere, aber auch Schriftsteller. Das war eine ästhetische Revolution. Und die hat tatsächlich die Welt grundlegend geändert. Das heißt, ich kann mich erinnern, wo wir jung waren auf der Straße, wenn man da gegangen ist und hatte etwas längere Haare, hat man ununterbrochen gehört, ihr könnt's vergast, der Hitler geht wieder her, weg mit euch Gesindel und so weiter. Es gab Aufschriften, Schilder bei Lokalen, wo stand, Eintritt für Hunde, Hippies und ähnliches Gesindel verboten. Ja. Das heißt, die Toleranz, was Ästhetik betrifft, hat sich wirklich radikal geändert. Plötzlich war viel mehr möglich. Und wir waren eigentlich in den 70er Jahren so einem Rausch der Freiheit. Man hat gedacht, das ist jetzt der Moment, wo alles möglich wird. Wir haben ja auch damals in Österreich begonnen, mit meinem Freund Dax, immer wieder die Boundaries zu verschieben, ja, die Grenzen zu verschieben, dessen, was man machen oder sagen oder zeigen darf. Und da muss ich sagen, dass gerade Österreich eigentlich eine unglaubliche Toleranz gegenüber Bildern und Äußerungen der Kunst hatte. Ja. Aber auch das war ein Prozess, wenn man denkt, dass der Wiener Aktionismus, vor allem in dieser Uni-Aktion, dazu geführt hätte, dass die Künstler alle im Gefängnis gelandet werden und flüchten mussten. Ja. Da sieht man den weiten Weg von einem repressiven Regime, das immer noch nicht mit freier Meinungsäußerung zurechtkommen konnte, bis zu einem Moment, wo vor allem die Kunst und Künstler eine viel größere Toleranz für Äußerungen, für freie Kommunikation erzeugt haben. Und das war so ein Rausch, man hat gedacht, es gibt keine Grenzen, diese Freiheit wird man nie wieder zurücknehmen können. Auch die Idee der Gleichberechtigung der Frauen, also es war ein ganzes Programm und es war ein unglaublicher Optimismus, muss man sagen. Und wenn man das aus der jetzigen Sicht anschaut, muss man sagen, wir sind, das ist alles vorbei, wir sind dabei, all diese Werte zu verlieren. Es ist ein Rückschritt, es gibt, wir befinden uns mitten in einem System der weltweiten Zensur, dass wir verlieren täglich immer größere Teile unserer Freiheit und ich sehe, dass das, dieser Prozess, den ich seit langem beobachte, unaufhaltsam weitergeht. Sie waren ja auch schon sehr kritisch gegen Hauptfiguren dieser Bewegung aus den 70ern und 80ern, Otto Schily oder Joschka Fischer. Sie haben da mal gesagt, die sind links unten reingegangen und rechts oben wieder rausgekommen. Diese Kritik, trifft die auf mehrere Personen zu, die Sie beobachtet haben? Ja, das war dieses damalige Postulat in dieser neomarxistischen Revolte, die ja sehr optimistisch und naiv war und von Studenten getragen wurden, die tatsächlich einen nachvollziehbaren Zorn gegenüber
dem Diktat der Konzerne und der Generation des Holocaust hatte. Ja? Das ist alles nachvollziehbar. Aber diese Naivität ist gescheitert. Ja? Das heißt, wenn ich sehe, wie man damals gesagt hat, wir werden den Marsch durch die Institutionen antreten. Das heißt, wir werden die nächste Generation, wir betreten die Institutionen und werden sie übernehmen und verändern. Und so wie ich gesagt habe, ist Schilly, Mahler und Fischer sind links unten hineinmarschiert und ganz rechts oben sind sie wieder rausgekommen. Wobei Herr Mahler am konsequentesten war, weil er gleich im Vorstand der NDP gelandet ist. Ja. Alle sind also sehr rechts und sehr repressiv geworden. Und so ist das ganze System, wie man sieht, vollkommen gescheitert. Ja. Die Idee, das politisch mit dem Neomarxismus zu lösen, ist komplett gescheitert. Ja. Man muss sagen, wenn man objektiv ist, in diesem Kampf hat der Kapitalismus gewonnen, und zwar den Endsieg. Wir befinden uns in einem Zeitalter des totalen Diktats eines Neokapitalismus, der dank der technischen Möglichkeiten jeden Menschen weltweit komplett überwachen und kontrollieren kann. Was sagen Sie eigentlich zu den Rebellen von heute, den Kretas, der Extinction Rebellion, den Klimaschützern, die auf die Straße gehen, sich anketten? Ist das nicht eine neue Art von Rebellion? Nein, das ist keine Revolution, das ist auch kein Aufstand. Ich sehe, dass wie bei jeder Jugend es immer einen Teil gibt, der idealistisch ist, der sich gegen diese korrupte Erwachsenenwelt auflehnt. Das heißt, es ist ein echtes Bedürfnis und ein Anliegen der Menschen. Ich habe nur den Eindruck, dass die Menschen, die Macht haben weltweit über die Medien, über diese elektronischen Medien vor allem, sehr raffiniert vorgehen mit ihrer Propaganda und unglaubliche Möglichkeiten am Menschen zu manipulieren. Da die meiste Kommunikation digital stattfindet und diese digitale Kommunikation von einer Handvoll Leuten vollkommen kontrolliert wird und auch zensiert wird, ist der Einfluss dieser kleinen Elite enorm. Ja? Man darf nicht vergessen, dass das gesamte Kapital und die Macht in so wenigen Händen ist, wie noch nie vorher. Noch niemals haben so wenige Menschen so viel Macht gehabt wie heute. Ja? Und das wird natürlich missbraucht, das ist immer so. Und wir erleben gerade, dass dieses System, das ungeheuer raffiniert ist, ja, die Menschen manipuliert und sehr oft in Scheinrevolutionen lenkt, um sie ungefährlich zu machen. Ne? Sie haben einmal gesagt, und für mich auch persönlich absolut richtig, keine einzige militärische Intervention nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine Lösung gebracht. Jetzt, wenige Tage nach dem Abzug des letzten US-Infanteristen aus Kabul, ist Ihre Analyse wieder bestätigt worden? Ja, das ist ein Prozess, der begonnen hat, sichtbar zu werden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo Amerika am Höhepunkt seiner Macht war. Und dieser Military Industrial Complex, wie Eisenhower ihn genannt hat, hat eine derartige Macht, die außer Kontrolle geraten ist. Und Amerika ist seitdem ununterbrochen Kriegszustand gewesen, hat große Teile der Welt komplett verwüstet und unbewohnbar gemacht. Es gibt ja diese Drohung, die immer wieder von amerikanischen Generälen wiederholt wurde, auch von Präsidenten, die dann sagen, we bomb you back into Stone Age. Und dieses Versprechen haben sie immer eingelöst. Ja. Also weite Teile des Mittleren Ostens sind unbewohnbar geworden. Und das ist eigentlich die Wurzel und die Ursache für diesen riesigen Migrations- und Flüchtlingsstrom. Ja. Wir beschäftigen uns meistens immer nur mit der zweiten Hälfte des Problems, nämlich was macht man mit all den Menschen, die hierher kommen? Wie integriert man die? Niemand spricht an eigentlich den ersten Teil des Problems, warum die alle ihre Heimat fluchtartig verlassen müssen. Und Afghanistan ist wieder das letzte Beispiel in dieser Kette, wo eine Supermacht, ein Imperium, einfach in grenzenloser Gier ganze Nationen, ganze Landstriche vernichtet, verwüstet, plündert und dann verbrannte Erde hinterlässt. Das ist mit Libyen passiert, mit Irak. Es hat immer zu größeren Katastrophen geführt. Ja. Die Probleme, die man angeblich lösen wollte, das war der Propagandateil. Die Länder wurden in der Regel geplündert. Man darf nicht vergessen, dass die
gesamten Goldreserven Libyens zum Beispiel, Gaddafi hatte sehr viel Goldreserven, es war ein Land ohne Schulden, dass sie selbstverständlich alle geplündert wurden und mitgenommen wurden von den westlichen Truppen. Das heißt, die Welt wird durch diese Gier dieser ganz wenigen vollkommen destabilisiert. Und diesen Prozess des Zerfalls aller Werte, den Zerfall unserer Gesellschaft, das ist so wie der zweite Fall Roms, kommt mir das vor, ja? Der Untergang einer Welt, wie wir sie kennen. Wir werden die Welt nicht mehr wiedererkennen, wenn es so weitergeht. Sie leben ja hier in Irland und auch in Los Angeles. Wie ist so Ihre Betrachtungsweise von außen auf Österreich, auf die aktuelle politische Situation und auch auf den Kanzler? Er wird ja von vielen verehrt, aber auch von vielen natürlich auch wieder gehasst. Was ist so Ihre Bewertung? Wie sehen Sie das? Also zur österreichischen Innenpolitik äußere ich mich grundsätzlich nicht. Ich bin zu lang weg und will nicht von außen schulmeisterlich irgendwelche Bewertungen abgeben. Das mache ich nicht. Ich rede gerne über Dinge, über die ich Bescheid weiß, wo ich gründlich recherchiert habe. Was ich sagen kann, ich bin seit 85, lebe ich ja nicht mehr in Österreich. Und ich muss sagen, dass diese räumliche und zeitliche Distanz zu Österreich mich dazu gebracht hat, die Werte und die Qualitäten dieses Landes erst zu erkennen und zu schätzen. Das muss man sagen. Das heißt, wenn Sie in anderen Ländern leben, kommen Sie darauf, dass Österreich und Deutschland vielleicht die einzigen Länder sind, die ein wirklich funktionierendes Gesundheitssystem haben, ja? Wo das soziale System tatsächlich funktioniert, wo der Staat auch soziale Verantwortung übernimmt, tatsächlich. Zugleich gibt es eine freie Marktwirtschaft. Also es ist offensichtlich kein Widerspruch, dass jemand auch sehr reich werden kann. Trotzdem hat der Staat seine Verantwortung nicht abgegeben. Ja. Das heißt, die Sozialpartnerschaft ist eigentlich das Beste, was ich bis jetzt in allen politischen Systemen je gesehen habe. Wie das entstanden ist, gerade in Österreich, ist mir ein Rätsel, aber es ist tatsächlich so. In Amerika, das Gesundheitssystem ist eine absolut kriminelle Organisation. Ja. Wenn Sie in ein Krankenhaus kommen, werden Sie einfach geplündert. Ja, das Erste, was passiert, wenn Sie schwer verletzt sind, man stiert Ihre Taschen durch, ob Sie eine Credit Card haben oder wo Sie versichert sind. Die Qualität ist eine Katastrophe. Ja. In Österreich haben wir die beste Versorgung. Wenn ich denke an Los Angeles, wo ich ja sehr lange gelebt habe, diese riesige Stadt hat nicht einen einzigen Kinderspielplatz gebaut. Es gibt keinen Kindergarten. Es interessiert niemanden dort. Das ganze Fokus ist nur auf Unternehmen, die Profit bringen. Ja. Wenn ich sehe, wie sehr Österreich in dem Fall sich um Kinder kümmert, um Jugendliche, wie jeder versorgt ist, das ist schon eine gewaltige Leistung für so ein winziges Land, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Ich weiß, wenn man in dem Land lebt, mauschert man gern und regt sich dauernd auf, und zum Beispiel habe ich auch gemacht. Aber wenn Sie in vielen anderen Ländern gelebt haben, und auch wie in Irland zum Beispiel, das ein wunderbares Land ist mit ganz tollen Menschen, ich bewundere die Leute hier sehr, das Gesundheitssystem ist eine Katastrophe hier. Ja? Das ist das Erbe vom englischen Gesundheitssystem, das genauso schlecht ist. Das heißt, wenn ich jemals ein Problem haben sollte und brauche ein Krankenhaus, würde ich sofort nach Österreich gehen, und es gibt kein anderes Land, wo Sie hingehen können. Als Beispiel nur, meine Tochter musste für eine Nacht in ein Krankenhaus in Los Angeles zur Beobachtung, und dann hat mir empfohlen, länger zu bleiben. Sie ist aber nach dieser einen Nacht weg. Und hat eine Rechnung bekommen über $45.000. Das heißt, Raubkapitalismus. Was hat meine Tochter gesagt? Das habe ich nicht, das kann ich mir nicht leisten. Dann wurde gefälscht. Dann haben sie gesagt, sind sie runtergefälscht, wie ein Bazar geht es dazu, auf $15.000. Sagt sie, ich will auch nicht 15.000 für dieses scheiß Bett bezahlen. Ne? Das Dumme ist nur, wenn sie nicht bezahlen, dann sind sie auf einer Liste. Das heißt, wenn sie dann aus- oder einreisen, auf jedem Computer scheint es auf. Ja? Sie haben ein schlechtes Social Ranking. Wenn ich daran denke, was Österreich erreicht hat, was soziale Sicherheit betrifft, aber auch relative freie Meinungsäußerung und auch freie Marktwirtschaft, dann ist das schon eine große Errungenschaft. Ich habe nur die Sorge, dass das im Zuge der
glaube, es ist eine Demontage der Menschenrechte und der Freiheiten. Auch Österreich keine Insel bleiben wird, sondern auch mitrutschen wird. Und ich war immer schon der Meinung, wenn Amerika, das amerikanische Imperium untergeht, dann werden sie den Rest der Welt mitnehmen. Beim Rundgang durch Ihren wunderbaren Schlossbereich hier in Irland und durch Ihr Atelier sieht man Ihre Kreativität ja sehr gut. Wo kommt Ihnen da der Einfall zum nächsten Projekt? Wie passiert das? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ich habe ja von ganz früh begonnen, mich für Politik, Geschichte zu interessieren, dafür zu interessieren, was in der Welt vorgeht. Ich hatte immer den Eindruck, ich werde ständig angelogen, mir werden Märchen erzählt. Schon als Kind habe ich mir gedacht, das sind alles Märchen und Geschichten. Ich war immer besessen von der Idee herauszufinden, was ist wirklich, was passiert wirklich. Man hat ja damals auch nicht über den Holocaust gesprochen, weder in der Schule noch sonst irgendwo, meiner Generation. Der einzige Satz, den ich jemals gehört habe in der Schule, war, Österreich war das erste Opfer Adolf Hitlers. Was wirklich sehr rührend ist, wenn man das hört. Aber ich musste dann selber versuchen, so schnell wie möglich lesen und schreiben zu lernen, um die Zeitung zu lesen. Ich wollte unbedingt die Kronenzeitung lesen, um zu wissen, was passiert da. Ja? Und für mich war ein Schlüsselerlebnis, war dieser Prozess gegen Franz Murat, der ein KZ geleitet hat, selber eigenhändig Leute gefoltert und getötet hat. Und das war für mich ein absoluter Schock. Es war eine Zensur, muss ich sagen, zu sehen, wie die Zeugen, die aus Israel angereist sind, von allen Beteiligten des Prozesses fertig gemacht wurden, dort geweint haben. Und wie zum Schluss der Angeklagte vollkommen freigesprochen wurde, ein Massenmörder, der eigenhändig Leute abgeschlachtet hat. Und wie an dem Tag alle Blumengeschäfte ausverkauft waren in Graz, weil die Leute gefeiert haben. Was ich damals nicht wusste, ist, dass sowohl der Staatsanwalt als auch der Richter alles Kameraden waren und alles Ex-Nazis waren. Ja. Das heißt, das war für mich eine Zensur und ich wollte eigentlich mit der Gesellschaft meiner Eltern, auch mit der Tradition, nichts mehr zu tun haben. Ich wollte disconnected sein. Ja. Und in dem Sinn, glaube ich, habe ich das erlebt, wie die meisten meiner Generation, was zu diesem 68er Revolte geführt hat. Seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört zu recherchieren, weil ich weiß, dass jedes System die Tendenz hat, die Freiheit der Menschen einzuschränken und Propaganda auszuüben, ja, immer, zu allen Zeiten. Und ich wollte einfach wissen, was wirklich ist. Und das hat mich eigentlich zur Kunst geführt. Also es war nicht so sehr eine ästhetische Motivation, sondern es war meine Neugierde und meine, wie soll man sagen, es hat zu tun mit meinem, vor allem der Umstand, dass Menschen imstande sind, einem anderen Menschen Schmerzen zuzufügen, ihn zu foltern, umzubringen, ja, und das auch noch dazu industriell und in Massen, war etwas, über das ich nie weggekommen bin, ja? Da bin ich stehen geblieben. Und das hat mich weitergetrieben, nachzuforschen, zu recherchieren. Und als letzten Ausweg blieb die Kunst für mich. Ja? Ich habe also keinen Weg gesehen, das zu artikulieren und darüber zu sprechen, mich mit dem Abgründigen des Menschseins auseinanderzusetzen, als durch die Kunst. Aber kann ich mir das so vorstellen, Sie schnappen eine Idee auf, es kommt ein Gedanke und daraus entwickelt sich dann in Ihrem Kopf ein Bild, das Sie dann umsetzen wollen? Ich glaube, die Leute haben oft falsche Vorstellungen, wie Kunst entsteht. Ich kenne ja sehr viele Künstler, ich mache nichts anderes mein ganzes Leben. Und die Idee, dass ein Künstler irgendwie was ausheckt oder etwas plant, das habe ich selten gesehen. Ich glaube, das ist meistens intuitiv ist. Ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass für Kunst und für Kreativität der Verstand oder das rationale Denken eine große Rolle spielt. Das ist etwas, das kommt ganz woanders her. Ja. Es ist einfach so ein Grundwissen und eine Sehnsucht, irgendetwas zu formulieren, etwas auszudrücken, sei es in der Literatur, in der Musik oder in der Malerei oder in irgendeinem anderen Medium. Es ist etwas, das völlig immateriell ist. Aber etwas, was einen zutiefst bewegt und, wie Kandinsky sagt, aus einer inneren Notwendigkeit kommt. Ja? Und das auszudrücken, das zu formulieren, um es an andere Menschen weiterzugeben, glaube ich, ist der Sinn jeder Kunst. Ja?
Das heißt, jeder Künstler wird im Grunde seine eigenen Sehnsüchte, seine eigenen Ängste, seine Dämonen, was immer ihn beschäftigt, versuchen, durch diese Kunst zu bewältigen und weiterzugeben. Ich glaube, das ist der Sinn jeder Kunst. Inwiefern, weil Sie von Dämonen sprechen, beschäftigt Sie eigentlich die aktuelle Situation mit der ganzen Corona-Pandemie, mit der Corona-Krise? Ist das auch, was in Ihre Kunst einfließen wird? Also Tagespolitik und Ereignisse, die an einem Tag stattfinden oder in einem bestimmten Zeitraum, sind nicht wirklich mein Thema. Ich bin kein Journalist, ich bin auch kein Historiker. In der Kunst geht man ja nicht auf Tagespolitik ein oder auf lokale Probleme, sondern auf die Kunst hat immer ein universelles Thema, ja? Etwas, was viel langfristiger ist und auch zeitlos ist. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mir Goyas Die Gräuel des Krieges anschaut, diese ganz wichtige und bedeutende Radierungsserie, die er gemacht hat, am Beginn des 19. Jahrhunderts, als die französischen Besatzungstruppen mit den spanischen Aufständischen diese schrecklichen Kämpfe verwickelt wurden und Goya als Zeitzeuge diese Grausamkeiten alle festgehalten hat, aber als erste Mal in der Kunstgeschichte nicht heroisierend, nicht verdammend und nicht bewertend, sondern er hat nur gezeigt, wie tief Menschen sinken können, wenn sie einander abschlachten. Ja. Und dieses Dokument, dieser Radierungszyklus ist natürlich zeitlos. Der ist so gültig heute in Afghanistan, wie er damals war, vor 200 Jahren. Und das, glaube ich, ist das, was Kunst von allen anderen Bemühungen der Menschen vollkommen unterscheidet, dass es zeitlos ist und Gültigkeit zu allen Zeiten, so wie Shakespeare zu allen Zeiten gültig sein, so wie die Musik von Bach. Die ist nicht von Moden und nicht von einer bestimmten Zeit abhängig oder bestimmten Agreements, die Leute gerade haben. Das ist etwas, was darüber hinausgeht. Große Kunst sollte zumindest so sein. Zum Abschluss darf ich noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben 4 Kinder, die sind schon erwachsen. Wir haben auch 4 Kinder und da wollte ich Sie fragen, was war so die schönste Zeit und gibt es eine Definition dafür? Was war die schwierigste Zeit? Also ich muss sagen, zusammen mit meinen Kindern oder Enkelkindern kann ich nicht sagen, dass irgendeine Zeit jemals schwierig gewesen wäre. Ich habe niemals irgendetwas erlebt, was anders war als Freude und Inspiration und Vergnügen. Ja, ich fand Kinder immer als ein ganz großes Geschenk und wunderbar. Und für mich war auch wichtig, dass die Kinder von Anfang an wissen, dass sie sicher sind und vollkommen frei. Ich sah das als große Chance, einem Menschen zumindest die Idee zu geben, du kannst frei sein, vollkommen in dem, was du machst, in dem, was du sagst, wie du kommunizierst, es gibt keinerlei Einschränkungen. Obwohl das Leben natürlich eben nicht so funktioniert und aus lauter Einschränkungen besteht. Ich glaube, diese Flamme, diese Idee der Freiheit, die das erste Mal eigentlich im westlichen Abendland aufgetaucht ist, ja in der Renaissance und dann vor der Französischen Revolution, in der Aufklärung, die Idee, dass es Menschenrechte gibt. Das hat es noch niemals davor, in keiner Kultur ist das definiert worden. Das ist eine europäische Errungenschaft, die Idee der Menschenrechte, die Idee, dass das Individuum selbst ein eigenes Universum ist, das respektiert werden muss, ja, unabhängig vom Geschlecht. Und das ist etwas, was so utopisch mittlerweile klingt, aber das alles längst wieder verlieren. Ja? Aber zumindest darf diese Idee, dieses Postulat niemals, diese Flamme darf niemals verlöschen. Ja? Und ich fand es immer wichtig, Kindern, vor allem Mädchen jetzt, die zu vermitteln, dass sie selbstbewusst sein müssen, ja, sich durchsetzen müssen, niemals irgendeine Autorität akzeptieren als ihre eigene. Und dass ihre Träume und Ziele und ihre Visionen wichtiger sind als die Diktate irgendwelcher Autoritäten. Herr Hillmann, recht herzlichen Dank für das Interview. Danke vielmals.